Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Unpacking von mir. Bei mir macht Ankas blubberndes Büchertauschpaket Staffel 9 heute einen Stopp und ich halte euch das Ungetüm mal hoch. Es ist wirklich wahnsinnig schwer. Und es ist die 9. Staffel. Ich habe Anka gestern direkt nochmal gefragt, wo wir uns denn mittlerweile befinden. Und ich war ja auch schon ein, zwei Mal dabei und habe ja doch immer so ein bisschen was gefunden. Ich glaube, noch nicht alles gelesen, aber das eine spielt ja mit dem anderen keine Rolle. Ich packe das hier mal aus. Es ist bei mir eingekommen, kam vom Daniel. Liebe Grüße an dich, solltest du das Video sehen. Es gibt hier auch ein Notizbüchlein, wo wir ja dann wieder festhalten, welches Buch, ja, welche Bücher man rausgenommen hat, welche Bücher man weitergibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob... nein, hier steht tatsächlich nichts irgendwie von Staffel 9. Aber ich dachte schon, vielleicht steht es... Ach doch, hier steht zumindest Staffel 5. Man könnte mal gucken, wo man selbst vielleicht hier schon mal mit dabei war. Hier ist Staffel 7. Aha, also es hätte sogar im Notizbuch gestanden. Aber das, ja, auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen, erstmal reinzuschauen. Aber es ist Staffel 9. Und ja, hier hat Anka festgehalten, ja, Mitte Juli ist es gestartet, was sie rein hat. Ich bin natürlich super gespannt, wie sich das so entwickelt hat. Und ich bin dann sozusagen Station Nummer 5 und bin super neugierig, was drin ist. Ich mag sowas gerne. Ja, es ist ja an und für sich, glaube ich, so ein 1:1-Tausch. Ich glaube, ein gewisses Alter sollte das Buch nicht erreicht haben. Aber ja, da gucken wir mal. Es ist eine kleine Tüte mit Lesezeichen enthalten. Also da gucke ich ja auch immer mal super gerne rein. Nicht, dass ich Lesezeichen brauchen würde, daran liegt es nicht. Aber also ich glaube, da haben wir alle genügend. Ah, sogar von Anka selbst. Das ist ja cool. Ich glaube, ach, da werde ich mir eins mopsen. Das ist natürlich richtig cool, wenn mich dann Anka bei meinen Büchern sozusagen anlächelt. Das finde ich auf jeden Fall eine schöne Idee. Ja, also noch und noch Lesezeichen, wenn man da irgendwie was braucht, gerade nichts zur Hand hat. Also ich habe gefühlt auch wirklich in jedem Raum irgendwo Lesezeichen. Von daher, ja. Wir starten mal mit dem ersten Buch und da lacht mich ein Pferd an. Von Andrea Volk auf den Hengst gekommen. Ein Pferdehof-Krimi. Also jetzt bin ich natürlich leider kein Krimi-Fan, aber grundsätzlich ein Pferdefan. Es soll eine witzige Krimi-Komödie voller Charme mit ebenso liebenswerten wie skurrilen Helden sein. Und wer treibt sein Unwesen auf dem Pferdehof und ist er wenigstens gut aussehend und Single? Also ich finde das gerade tatsächlich irgendwie lustig. Würde perfekt noch so ein bisschen in den Sommer, in den Frühherbst passen. Ich glaube, das kommt, obwohl ich kein Krimi-Leser bin, das kommt mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich glaube... Das ist gar keine schlechte Idee. Ah, da sehe ich einen Tierarzt, die Inseltierärztin mit Herz und Schnauze. Ja, lächelt mich natürlich an, weil ich ja selbst einfach Katz und Hund habe. Sie ist eine Retterin mit Herz und ist auf Sylt unterwegs. Und dort führt sie seit fast 20 Jahren ihre eigene Praxis. Kleinere und größere Tiere, lustige Begegnungen mit Hunden und ihren Haltern, dramatische Rettungsaktionen, aber auch traurige Abschiede. Ja, also mit Tierabschieden ist es ja für mich sehr schwierig. Also das ist ja wirklich gefühlt schlimmer in Büchern, wenn ein Tier irgendwie geht, als ein Mensch. Ja, grundsätzlich fände ich das irgendwie ganz cool. Vielleicht, ich lasse es, glaube ich, mal auf dem Vielleicht-Stapel, weil irgendwie könnte es gar nicht schlecht sein. Dann von Trevor O. Munson, Blutige Nacht. Also das ist natürlich ein komplettes Kontrastprogramm. The Coolest Vampire Alive. Okay, es geht hier um den Privatdetektiv Mick Angel, der andere Probleme hat, als ausgerissener Teenager in L.A. hinterher zu jagen. Denn als Vampir muss er täglich gegen seine übermächtige Blutdurst ankämpfen. Und ja, also ich mag Vampirromane gerne, aber das wirkt für mich so ein bisschen überlustig. Oder ja, spricht mich leider nicht so an. Dann Schloss aus Glas von Janet Waltz. Und ich glaube, das kenne ich schon. Glückliches Kind, ihr Vater holt ihr die Sterne vom Himmel und verspricht ihr ein Schloss aus Glas. Was macht es da schon, mit leerem Bauch ins Bett zu gehen oder in Nacht- und Nebelaktion den Wohnort zu wechseln? Gab es da nicht eine Verfilmung? Ich glaube, ich kenne die Verfilmung. Eine ungewöhnliche Kindheit in einer Familie, die man sicher verrückter sich nicht vorstellen kann. Ich glaube, ich kenne da den Film, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bilde ich mir ein. Und die andere Seite des Himmels. Ja, also mir kommt das auf jeden Fall bekannt vor. Genau, hier. Creepen verfilmte den Bestseller mit Brie Larson, Naomi Watts und Woody Harrelson. Genau. Kenne ich schon. Zumindest den Film, nicht das Buch, war so okay. Also ich habe den Film, glaube ich, irgendwann mal
auf den Streaming-Plattformen gesehen, nicht im Kino, war okay, war nicht unbedingt ganz so meins. Ja, Susanne Fröhlich, leider nicht mein Humor, da brauche ich ja gar nicht lesen, um was es geht. Die trifft meinen Nerv nicht. Dein fremdes Herz von Kati Seck. Kannst du einen Fremden lieben, weil ein vertrautes Herz in seiner Brust schlägt? Geht's da um, wahrscheinlich, ne? Geht's da um Organtransplantation? Meine Güte, ich habe heute Wortfindungsstörung. Seit ihr Vater Hannes sie und ihre Mutter vor Jahren Hals und Kopf verlassen hat, lässt Nela Harrods nur wenige ausgewählte Menschen in ihre überschaubare Welt. Doch dann bekommt sie eines Tages ein Paket mit Briefen an ihren Vater, die dessen zweite Ehefrau kurz vor Hannes Tod an ihn geschrieben hat. Durch sie erfährt Nela, dass das Herz ihres Vaters vor 15 Jahren an einen Teenager gespendet wurde. Sie will herausfinden, wer er ist und beginnt ihre Suche an der Ostseeküste. Nicht an, dass diese Reise ihr Leben so tiefgründig verändern wird, wie nicht zuvor. Ich glaube, da muss ich ganz schwer schlucken. Ich glaube, das ist nichts für mich. Also, es klingt, ja, also ich finde diese Thematik, die kennt man ja aus dem einen oder anderen Buch. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Hier haben wir Das Erbe der Tudors, einen historischen Roman. Das ist ja cool, von Philippa Gregory, die Wolfsschwestern. Ich habe von Philippa Gregory ein oder zwei Bücher schon gelesen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob es das ist, Wolfsschwestern. Ich glaube, ich habe ein anderes von ihr gelesen. Ich muss nachgucken. Herrscherinnen, Rivalinnen, Liebende. Ein kurzer Blick in die Augen von Katharina von Aragon genügt und Margaret Tudor weiß, auf ewig wird ihr Schicksal miteinander verbunden sein, ob in Aufstieg oder Fall. Wenig später ist Katharina Königin von England. Margaret heiratet den schottischen König und sichert so den Frieden zwischen beiden Ländern. Doch das Bündnis hält nicht lange. Margarets Mann fällt in der Schlacht. Katharina verschleppt seine Leiche als Trophäe nach England und beide Frauen werden zu Feindinnen. Ein leidenschaftlicher Reigen voller Ränkespiele entspinnt sich und nur eins ist sicher, nie lässt sich das Band, das die beiden Herrscherinnen verbindet, lösen. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Es ist aber auch schon ein ganzes Weilchen her, dass ich Philippa Gregory gelesen habe. Jetzt müsste man mal gucken. 2017. Na, das sollen das erst 5 Jahre her sein. Three Sisters, Three Queens. Das ist das Original. Ich glaube, dass ich das nicht gelesen habe. Ich glaube, ich habe ein anderes Buch von Philippa Gregory gelesen. Das könnte aber dann auch um die Rosenkriege gegangen sein. Ich werde mir das mal näher anschauen. Ob mich das geschichtlich interessiert, das werde ich mir auf jeden Fall mal auf den Vielleicht-Stapel packen. Dann, das fühlt sich schön an. Das sieht auch schön aus. Irgendwo für immer von Sarah Io. Ich hoffe, man spricht es so aus. Eine junge Frau, die glaubt, alles verloren zu haben. Ein geheimnisvolles altes Tagebuch und eine Liebe, die alles überdauert. Eine Liebesgeschichte, eine Reise in die Vergangenheit und ein tragisches Geheimnis. Sarah Ios Roman ist voller Überraschungen. Wo sind wir denn hier? Emily, perfektes Leben, zerbricht, als Joe sie nach 6 Jahren für eine andere Frau verlässt. In der Hoffnung, dass das Meer ihren Schmerz hinfortspülen wird, reist sie zu ihren Großeltern nach Bainbridge, Island. Toll. Um dort auf der idyllischen Insel vor Seattle einen Neuanfang zu wagen. Als sie kurz nach ihrer Ankunft in der Stadt Villa das alte Tagebuch einer geheimnisvollen Frau namens Esther aus dem Jahr 1943 findet, ahnt sie noch nicht, dass dieser Fund ihr Leben von Grund auf verändern soll. 1943 klingt so ein bisschen nach Zweiter Weltkrieg, da bin ich ja gefühlt immer raus. Aber hier geht es um ein es spricht mich irgendwie an, kommt auf dem Vielleichtstapel. Oh mein Gott, es liegt schon so viel auf dem Vielleichtstapel. S.K. Tremaine, Die Stimmen, ein Thriller. Gefällt mir optisch auf jeden Fall auch gut. Hier fällt schon wieder alles um. Die Stimme ist die Definition von Spannung. Sie ist überall in deinem Haus. In Joe Fergusons Londoner Single-Wohnung sorgt Home Assistant, gruselig, für Licht, Heizung, Musik und bei Bedarf für ein Gespräch. Sie kennt dein Geheimnis. Purer Luxus, bis Elektra eines Nachts von selbst ihre Stimme erhebt. Der Satz, den sie sagt, lässt Joe erschaudern bis ins Mark. Sie will dich zerstören. Wie kann ein Gerät vom dunkelsten Moment in ihrem Dasein wissen, wer trachtet ihr nach dem Leben? Spricht mich echt an. Ich finde sowas faszinierend. Ich lasse es mal auf dem Vielleicht-Stapel. Das sieht hier doch gut aus. Jetzt sehe ich aber schon ein Cover von einem Buch, das ich schon kenne. Was für ein Glück. Von David Levithan. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ein Buch, das ich glaube, kurz nach Erscheinen, ist doch bestimmt auch schon 5, 6 Jahre her. Sogar 2014.
Ja, also auf jeden Fall schon einige Jahre her, dass ich das gelesen habe. Habe ich in guter Erinnerung. Ich glaube, ich habe den Hype nicht so ganz verstanden. Denn es ging ja hierum, dass wir, genau, wir haben A, der oder die, also A, wacht jeden Tag in einem anderen Körper auf. Also egal, ob Mädchen, Junge, jung, alt. Und irgendwie verliebt sich A aber dann und... ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dann ausgegangen ist. Aber ich hatte es mir irgendwie, ich glaube, dann mit der Wendung, wo es dann eben um dieses Verliebtsein und so geht, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber ja, Buch war ja sehr, sehr, sehr gehypt und ist, glaube ich, sogar verfilmt worden. Dann Nicola Verditti schickt uns nach Greta. Unerbittliches Greta, Kommissar Galavakis ermittelt. Ich bin ja kein Krimi-Leser und tatsächlich bin ich jetzt auch nicht der größte Griechenland-Fan. Dementsprechend ist das eher nichts für mich. Ah, und das letzte Buch kenne ich, ja, von Jessica Curie. Die einzige in deinen Augen, die Unendlichkeit. Ich hatte das gar nicht so dick in Erinnerung, aber das ist natürlich auch relativ groß geschrieben. Das müsste so einer der ersten Jugenddystopien mit gewesen sein. Genau, wir sind hier im Dschungel, dort treffen wir Pia und... ich weiß gar nicht, wie das so richtig war. Da sind wir irgendwie in so einem Labor, wenn ich mich richtig erinnern soll. Und sie weiß auch, als sie auf Io trifft, dass der sterblich ist und dass beide eben keine Zukunft haben. Dies ist die perfekte Mischung aus Fantasy, Spannung, Romantik und Thriller und eines der aufregendsten Bücher dieses Frühjahrs. Und es gab in diesem Buch eine wahnsinnig tolle Jagd-, Verfolgungs-, Fluchtszene im Dschungel. Und an die kann ich mich noch relativ lebendig erinnern, obwohl das Buch doch bestimmt auch schon, ach, gefühlt so lange her ist. Aber ich habe das damals als E-Book gelesen, deswegen ist mir gar nicht so ja, bewusst, dass das so dick irgendwie war. 2013, ja, es könnte schon tatsächlich so 10 Jahre her sein. Ja, hat mir damals gut gefallen, habe ich, wie gesagt, auch irgendwie noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich muss hier nur das Lesebändchen ein bisschen reinlegen. Und ja, also könnte man gelesen haben, wenn man so Jugenddystopien wie Panem oder sowas mag. Aber ja, kenne ich schon. Und ja, ich glaube, jetzt ist kein Buch mehr da. Nein, jetzt gibt es hier noch Schlüsselanhänger. Ah, sehr cool. Sind da Buchcover drin? Ich bin neugierig in so einem Säckchen. Finde ich auf jeden Fall schön. Ah, mit so verschiedenen kleinen Bildchen. Ah, sehr cool. Okay. Oh, mit einem Eichhörnchen. Oh, das ist ja zuckersüß. Oh, Eichhörnchen. Ja, da werde ich mal schauen, was es damit auf sich hat. Da steht auch hinten irgendwas drauf. Aus diesem Buch Heimlichkeiten von Bettina Huchler. Haha. Das finde ich aber total süß. Also über das Eichhörnchen werde ich vielleicht mal nachdenken. Ansonsten gibt es noch einen Umschlag mit Tee. Ja, da gucke ich auch mal rein und packe ein bisschen was rein, weil Tee probieren, was man noch nicht kennt, ist auf jeden Fall immer gut. Und ja, das waren sie jetzt, die Bücher. Ich habe 5 auf der Vielleicht-Auswahl. Ich werde mir die jetzt mal noch ein bisschen genauer anschauen, auch mal die ein oder andere Rezension dazu durchlesen. Und ja, dann komme ich jetzt gleich wieder mit meiner Entscheidung, was bei mir bleibt, was ich dafür reingebe. Und ja, bis gleich. So, ein kleines Weilchen später habe ich mir die Bücher etwas genauer angesehen und 4 Bücher werden bleiben. Der Thriller hat leider nicht so gute Bewertungen, beziehungsweise erinnert mich so der ein oder andere Weg der Geschichte an einen anderen Thriller, den ich auch nicht so gut fand. Deswegen wird er nicht hier bleiben, aber die anderen 4 Bücher bleiben. Zum einen Auf den Hengst gekommen, da soll es satirischen, trockenen, schwarzen Humor geben, da freue ich mich drauf. Ich werde auch die Insel-Tierärztin behalten, weil ich Tiergeschichten einfach gerne mag und hoffe, dass es nicht zu dramatisch ist. Ich behalte auch das Buch von Sarah Jo, auch wenn noch nicht so ganz klar ist aus den Rezensionen, die ich mir angelesen habe, wo es so ein bisschen hingeht. Und es soll wohl am Anfang auch ein bisschen langsamer erzählt sein, aber da werde ich gucken, wie mir das gefällt. Und ich behalte auch Philip Gregory, denn das ist der Auftakt der neuen Reihe, sozusagen was nach den Tudors geschah. Und ja, deswegen auch die Erben des Tudors. Das ist eben eine Reihe, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob der Wälzer wirklich von mir gelesen wird oder ob ich nicht vielleicht dann doch irgendwie auch zum Hörbuch greife. Aber er wird jetzt auf jeden Fall erstmal als Merker sozusagen, als echtes Buch bei mir einsehen. Ja, das sind die 4 Bücher, die bleiben dürfen. Ich habe mir auch 4 Bücher aus meinem Regal geholt und ich sehe gerade, es wird ein bisschen rosalastig. Und zwar zum einen Kerstin Gier, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Es passt irgendwie, ich lege einen Esel rein und
Nebenpferd raus. Ja, ich mochte die, ich sage jetzt mal, Frauenromane, die unterhaltsam von Kerstin Gier früher super gerne. Und das Buch habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren mal im Urlaub gelesen. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so alt. Finde ich jetzt gerade gar nicht, 2012. Ja, hatte ich aber vor, ich glaube, 2019 im Ägyptenurlaub dabei. Fand ich sehr unterhaltsam. Ein kleines Highlight war von Julie Cohen, Die andere Welt. Da geht es um Louis und Luisa, die beiden im Grunde etwas miteinander verbindet und so ein bisschen aufzeigt, wo die Unterschiede sind, je nach Geschlecht man eben hat und wie man eben auf die Welt kommt. Hat mir damals sehr gut gefallen. Leider das zweite Buch, was ich von der Autorin gelesen habe, beziehungsweise ihr Debütroman, glaube ich, war es, das war nicht ganz so meins. Aber das war auf jeden Fall ein kleines Highlight. Dann vor kurzem erst gelesen und ich dachte, es darf hier auch ein bisschen reiselastig sein, auch wenn es nicht nach Sylt geht, sondern um die Welt von Jan Karman, Ein deutsches Klassenzimmer. Hier macht sich ein Lehrer, der in der internationalen Schule in Hamburg unterrichtet, auf den Weg in 14 Länder und will da eben die Kulturen, die Familien, ja, irgendwie die Herkunftsorte seiner Schüler kennenlernen. Fand ich okay, aber ich denke, ja, wenn man vielleicht einfach Lust hat, ein bisschen in die Ferne zu schweifen. Und dann ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, was auch signiert ist, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Aber ich möchte, ja, weil es kein Highlight war, es trotzdem einfach in die Welt weitergeben. Und zwar von Sarah Backes, Die Türen von Theseus. Ein Horror-Grusel-Thriller, der durchaus ein bisschen brutal war. Das muss man, glaube ich, an mancher Stelle mögen. Aber ich fand das düster, ich fand es gruselig, ich fand es spannend. Es hat mir richtig gut gefallen. Und ich, ja, würde mich da einfach freuen, wenn jemand vielleicht da auch noch Lust hat, die Geschichte zu entdecken. Ist ein Self-Publisher-Buch, ist auch, wie gesagt, signiert. Aber das, ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Und ein Buch nur zu behalten, weil es eine Signatur hat, finde ich auch mal so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht stört ihr euch nicht dran, beziehungsweise man kann, glaube ich, die erste Seite auch noch ganz gut heraustrennen und habt dann einfach Spaß an der Geschichte. Und wir sind hier nämlich in einer alten Villa unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung war, war das eine Villa, genau. Und dieses Haus zieht dann eben, ja, durch einen Bann verschiedenste Menschen an und es will Träume erfüllen und dass das nicht gut ausgeht, ja, kann man fast erahnen. Ein geiles Cover, wie ich finde. Und ja, war ich super happy, als ich das von der Autorin zugeschickt bekommen habe und hat auch Spaß gemacht. Ja, war aber definitiv nichts für schwache Nerven. Ich habe auch ein bisschen Tee ausgetauscht. Ich habe mir, glaube ich, 5 oder 6 Teebeutel raus, habe auch dementsprechend wieder aufgefüllt. Einfach, dass jeder mal was zum Probieren hat. Auf die freue ich mich auf jeden Fall. Und ja, also es war doch ein super ergiebiges Buchtauschpaket. Von 5 vielleicht Büchern sind 4 behalten worden. 4 Bücher ziehen auch weiter. Ich hoffe, dass irgendwer damit dann Freude hat. Ich bin super gespannt, was am Ende bei der lieben Anka dann ankommt. Ob eins meiner Bücher vielleicht es bis zu Anka schafft oder ja, es da vorher vielleicht schon Leute gibt, die das rausnehmen, aber das wäre auch gar nicht schlimm. Aber ja, hat super viel Spaß gemacht, auch bei der 9. Staffel dabei gewesen zu sein. Schon toll, ja, wie viele Staffeln es jetzt schon gegeben hat und ja, ich auch schon 2, 3 Mal mit dabei war und ich freue mich auch immer wieder, wenn das Paket bei mir Station macht. Und ja, ich danke jetzt an die liebe Anka, die ja alles organisiert. Ihr findet ihren Kanal unten auch in der Infobox und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.